Mein Name ist Inka Berz, ich bin Leiterin der Sammlung und Kuratorin für Kunst am Jüdischen Museum. Diese beiden Blätter richten unseren Blick auf den östlichen Kriegsschauplatz, auf ein Gebiet, das unter deutscher Besatzungsverwaltung stand, vom Oberkommandierenden Ost, Erich von Ludendorff, Oberost, ein Militärstaat, ein Vielvölkergebiet, in dem es eine große jüdische Bevölkerung gab. Und in der Tat war die Begegnung mit der jüdischen Bevölkerung dort dann sehr folgenreich für die jüdischen Soldaten, auch die dort eingesetzt waren. Und zwar sehen wir hier in einer Zeichnung von Magnus Zeller das Pressebüro des Oberkommandos Ost in Kaunas. Wir sehen Hermann Struck, Sami Gronemann und Hans Goßler. Alle drei waren sie Zionisten. Alle drei hatten die Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung in dieser Gegend, die unter der russischen Herrschaft sehr zu leiden gehabt hatte, dann nachher unter der deutschen Herrschaft. Aber in der Hoffnung waren sie dann ziemlich schnell betrogen. Wir sehen Hans Goßler, einen Journalisten, der die litauische Zeitung Dabartis herausgegeben und redigiert hat. Und wir sehen Sami Gronemann, den Schriftsteller, der diese Zeitung Dabartis, auf Deutsch Gegenwart, in der Hand hält. Diese Zeichnung erschien nachher in Sami Gronemanns Erinnerungsbuch Haftoloh und Zapfenstreich. Und wir sehen Hermann Struck. Hermann Struck hat sehr viele Porträts gezeichnet in seiner Zeit in Oberost. Er war Referent für jüdische Angelegenheiten dort und hat die dann veröffentlicht zusammen mit Arnold Zweig in einem Buch, das heißt Das ostjüdische Antlitz. Und das zeigt das Leben der Ostjuden und die Ostjuden überhaupt als die authentischen Juden. Und das war sehr folgenreich für das Selbstverständnis der Juden in der Weimarer Republik. Und das ist von Jakob Steinhardt, eine litauische Schenke. Es gibt ein sehr ähnliches Gemälde, das heißt Kriegserinnerung. Er verarbeitet ab 1919 bis ungefähr 1923, 24 seine Erlebnisse aus Litauen und dieser Region, wo er als Soldat eingesetzt war. Wir sehen hier die Städtel, es ist Nacht, Schnapsgläser, Betrunkene. Und wir sehen einen Soldaten mit Pickelhaube, also offenbar einen deutschen Soldaten, der eine junge Frau im Arm hält, von der man bezweifeln mag, ob sie so ganz freiwillig in seinem Arm liegt. Diesen Aspekt, das ist eigentlich eine Bordellszene, auch wenn es hier als Schenke bezeichnet wird, findet eigentlich selten Darstellung in der Kunst und es wirft einen Blick auf die manchmal auch nicht so harmonischen Seiten der Besatzungspolitik, über die wir dann aus anderen Quellen, Schriftwechsel und dergleichen, viel mehr wissen.